Moin moin, was geht ab? Und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch alle. Oder morgen oder Mittag, Abend, wie man es auch immer nennen möchte. Unglaublich, aber wahr. Ihr seht von mir, aka Dihan, ein Player Review im Jahr 2019 als One Take. Unglaublich, dass es sowas nochmal gibt. Nicht von, ich bin klein wenig angeschlagen, aber darum soll es jetzt gerade nicht gehen, sondern um den wunderbaren Batalha, die Ligen SBC aus Portugal. Ja, wir werfen kurz einen Blick auf die Stats und ich bin ganz ehrlich zu euch, als die Karte rauskam, dachte ich mir nur so, EA, why? Warum ist eine Karte mit 84 Gesamtrating im fucking Hullet Club? Der Dude ist 1,87 mit Medium High Work Rates, hat 4 Sterne Schmach auf Fuß, 3 Sterne Skills. Wie gerade gesagt, 84er Rating mit 83 Tempo, 81 Schießen, 80 Passen, 86 Dribbling. 83 Defense, 87 Physis und ich bin ganz ehrlich zu euch, ich spiele momentan mit Basic in 4-3-1-2 im ZDM mit hinten bleiben und ich bin so unfassbar zufrieden mit der Karte. Der Stat auf der Karte, der am niedrigsten ist, sein Passwert, ist das, was mich am meisten überzeugt. Das ist unglaublich. Er kommt im Basic Camp Style, na, ist jetzt natürlich Kritik auf hohem Niveau letztendlich, na, die Keystats sind ja letztendlich sehr, sehr hoch. 89 Übersicht, 96 Kurzpass, 94 langer Pass und das merkt man. Die Freistoßpräzision, der Effektwert, der Flankenwert, scheiß drauf. Dieser Batalha ist, und dieses Wort werdet ihr wahrscheinlich jetzt in diesem wunderbaren Review ein bisschen häufiger hören, unfassbar, unfassbar sauber. Vorweg nochmal ganz kurz, sollte euch das Review gefallen, beziehungsweise solltet ihr den ein oder anderen Spieler vielleicht haben wollen, ihr seid euch unsicher, ob ihr ihn euch kaufen sollt, wisst nicht, ob der Spieler in euer Team passt oder ob er überhaupt funktioniert, dann könnt ihr gerne in den Kommentaren einen Kommentar da lassen und sagen, hey Daniel, teste doch mal bitte den Spieler oder hier, der Spieler hat mich überzeugt, test ihn mal bitte mal, ich glaube, der könnte dir gefallen. Ich bin dafür alles offen, also nutzt die Kommentarfunktion, lasst gerne einen Daumen nach oben da und einen Lübdehase. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten seht ihr jetzt mehr oder weniger in den Clips, einige Situationen, die, na, es ist schwierig zu sagen, es ist halt ein ZDM. Ja, es ist jetzt nicht so, dass Batalha eine Tormaschine ist. Ihr seht jetzt keine Clips, wo jemand die ganze Zeit ratatatata ein Tor nach dem anderen schießt, geile Skills macht, geil beweglich ist oder irgendwas dergleichen. Nein, ihr seht einen Mittelfeldspieler bzw. ein ZDM, der ein unfassbar gutes Positioning hat, insane Pässe spielt und in sich sauber und, wie man so schön sagt, clean ist. Ja? Und das ist der größte Pluspunkt bei Batalha. Ihr habt es gerade gesehen, außer Halbdrehung mit einem schwachen Fuß habe ich einen Pass auf Politano gespielt, welcher ohne Probleme den Finesse-Shot ansetzen konnte und ins kurze Eck den Ball im Giebel versenkt hat. Das ist das, was Batalha auszeichnet. Er ist da, wenn man ihn braucht. Er ist konstant. Er macht wenig Fehler. Er läuft nicht komisch in den Spieler rein, verursacht irgendwelche ekligen Fouls oder irgendwas dergleichen. Ich glaube, der hat bei mir nicht eine einzige Karte als ZDM in knapp über 30 Spielen bekommen. Und er ist, wie gerade schon gesagt, da, wenn man ihn braucht. Er leitet unfassbar gute Angriffe ein. Er antizipiert mega, mega, mega stark. Hier sieht man das ganz kurz. Ich habe den Spieler automatisch angewählt bekommen. Batalha hat den Ball gehabt. Easy peasy. Lemon squeezy. Hier vorne sieht man das jetzt auch mehrfach. Ich verliere paar Mal den Ball. Und jedes Mal, wenn Batalha den Ball hat, kann ich einfach passen und muss mir keine Sorgen machen, egal ob links oder rechts, ob der Ball ankommt oder nicht ankommt. Er bringt den Ball dahin, wo er hin muss. Zu meinem Mitspieler. Ja? Und das ist, wie gesagt, für mich der allergrößte Pluspunkt, bin ich in dem Moment ganz ehrlich. Ich habe unfassbar Angst gehabt, dass mich die Karte enttäuscht, dass das Positioning nicht gut ist, dass er sich sehr unbeweglich anfühlt aufgrund seiner Größe mit 1,87 und eben seinen Balance- und Agility-Wert, der nur bei knapp 70 liegt. Und das ist alles nicht der Fall. Na, wenn man selber merkt, dass einem vielleicht der Spieler nicht passt, ja, ich teste gerne mal an den ganzen Mittelfeldspielern anfangs Basic aus. Wenn ich merke, okay, hier ist eine Schwäche, da ist eine Schwäche, probiere ich mit den Cam-Styles ein bisschen entgegenzuwirken und die Schwächen auszugleichen. Zum Beispiel beim Baby Gattuso habe ich Shadow raufgeknüppelt. Beim 86er Nainggolan habe ich Shadow raufgeknüppelt. Die an sich einen guten Job gemacht haben. Also mit Nainggolan bin ich ganz ehrlich, bin ich nie wirklich warm geworden. Aber er hat an sich einen sauberen Job gemacht. Aber ich sag's euch, wie es ist. Dieser Batalha ist eine andere Liga, wenn ich ihn mit Nainggolan und mit Gattuso vergleiche. Und Gattuso hat mir wirklich gut gefallen. Weil er einfach geile Pässe spielt. Auf ihn ist Verlass. Man kann einfach ihn mit ins Aufbauspiel einbeziehen und weiß, hey, geil, KK läuft, ich passe den Pass auf KK, der kommt an. Ja, und das, obwohl der Effektwert nicht sonderlich hoch ist. Wundert mich ziemlich stark, aber die Pässe sind so akkurat, das ist unfassbar. K
Karte macht wirklich Spaß zu spielen. Und ich kann euch nur sagen, die SBC liegt ja bei knapp 200k, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe ihn glücklicherweise für ungefähr 40 bis 50k abgeschlossen. Ich habe 60 beziehungsweise knapp 70 Karten im Verein gehabt und habe dann noch aus den Packs für Mino gezogen, hat auch mal gut den Preis der SBC für mich gedrückt. Und auch hier sieht man das, wie unfassbar clean er den Ball nochmal von Via zurückerobert hat. Wenn ihr die Coins habt und ihr selber sagt, hey, Batalier ist für mich interessant, kann man ihn einfach linken? Meiner Meinung nach ja. Hey, ihr habt einen perfekten Link zu Acuna. Acuna ist insane als Linksverteidiger. Ansonsten ist die portugiesische Liga natürlich nicht so interessant. Allerdings ist Argentinien. Und es gibt schon ein paar anständige argentinische Icons im Game, mit denen man gegebenenfalls auf jeden Fall arbeiten kann. Für mich einer, um zum letztendlichen Fazit zu kommen, ihr seht nochmal die Ingame-Stats, die sind absolut brutal, sie sind absolut insane. Für mich eine ganz klare Empfehlung, wenn man einfach einen soliden, sauberen Mittelfeldspieler sucht, der für einen da ist, auf den man sich verlassen kann, egal wie die Server laufen. Ja, das waren meine abschließenden Worte in diesem Roundtake zu Batalia. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, hab euch alle lieb, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder im nächsten Review. Peace, peace.